Moin und hallo, ihr schaut Marvelomania, ich bin Marv und weiter geht's mit Baldur's Gate 3. Wir werden heute den Generator zum Laufen bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gestern einen YouTube-Short gesehen, wo das gezeigt wurde und ich konnte einfach nicht wegschalten. Ich weiß also, wie es geht, ne? Wir haben hier ja, den Generator drin und hier muss halt sozusagen noch etwas rein, um den Generator antreiben zu können. Und das ist wohl eine magische Pflanze oder sowas. Warte mal, hier sind auch noch ein paar Sachen drin. Habe ich nicht alles gelootet gestern, oder was? Ah ja, gut, da müssen wir nochmal ein bisschen gucken. Achso, ich habe in die Holzfässer gucke ich selten rein irgendwie. Naja, hier ist auch noch ein Holzfass. Wir wollen mal alles mitnehmen. Ja, verfaulte Sachen nicht. Hier draußen gibt es... Erstmal nehmen wir hier noch so ein Dings mit. Alles mitnehmen. Das fette Edelstein eingesteckt. Hier gibt es diese Blüten. Die Susurblüte. Und die nehmen wir mit. Das sind Anti-Magic Susurblüten-Ding. Moment, hier ist auch noch ein Erdhaufen. Da gucken wir gleich auch mal hin. Lass uns da mal reinschauen. Ich habe ja eine Schaufel am Start. Zustand Blüten berauben den Charakter seiner magischen... Oh, das müssen wir aber auch dann loswerden. Was haben wir hier? Schriftrolle Fliegen. Geil. Und Gewebemoos. Nehmen wir alles mit? Nehmen wir alles mit. Ein Holzeimer? Nö, das brauchen wir nicht. Ja, jetzt dann müssen wir aber diese Blüten, glaube ich, komplett loswerden. Weil so können wir ja keine Zauber wirken. Das ist natürlich nicht so geil. Wir können... Ja, also wir packen die jetzt erstmal da rein. Und dann sollte der Aufzug funktionieren. Kombinieren. Und siehe da. Wir haben Licht. Die Wächter wieder aktiviert. Übrigens, ich habe die letzte Folge ist, glaube ich, auf zum Magierturm. Habe ich wohl ein bisschen zu viel WoW gespielt. Das ist natürlich der Arkane-Turm, nicht der Magierturm. Das auch nochmal kurz richtig zu stellen. Ist eigentlich ein cooles Konstrukt, ne? Wunderschön gelegen auch. So. Jetzt müssen wir aber die andere... Können wir das ans Lager senden? Why not, oder? Ja, und jetzt können wir hier hochgehen, nehme ich mal an. Und auch mit diesem Fahrstuhl fahren. What? Ach so, ah, man hat die nicht gesehen. Alles klar. Vergoldete Truhe. Erkenntnis, Gedanken wahrnehmen. Na, da müssen wir mal ganz kurz gucken. Unter den Stollen, bla bla bla, ja, ja. Wenn der Träger... Ich finde, das hier ist schon, glaube ich, eine coole Nummer mit Gedanken wahrnehmen. Okay. Hier in die Fässer nochmal reingucken, da können ja durchaus doch nochmal ganz sinnvolle Dinge drin sein. Deswegen würde ich ja auch mal kurz rummarschieren und mir das alles mal angucken. Hier ist noch ein bisschen was drin. Jutesäcke. Das brauchen wir nicht so. Verrottetes Zeug. Auch nicht. Nein. Also in Jutesäcken ist immer alles verrottet. Außer es ist halt kein
keine Nahrung, sondern was weiß ich, so wie eben hier ein Kleidungsstück. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal hoch. Ach so, der, okay. Der fährt uns gar nicht so super direkt hoch. Sondern es gibt uns, da ist auf jeden Fall schon mal eine arkane Kanone. Da müssen wir aufpassen. Aber wir waren ja hier schon, ne, oder? Ich meine, hier sind wir reingekommen. Ja, ja, hier sind wir reingekommen, haben die Tür geknackt sozusagen. Und dann haben wir, sind wir hier irgendwo dann runtergejumpt und so. Genau. Aber es gab, glaube ich, noch eine Station weiter oben, wo wir bislang noch nicht hin konnten. Da würde ich jetzt einfach mal nochmal hochfahren. Mal kurz mal umgucken. Ne, hier waren wir noch nicht, würde ich mal sagen. Ja, können wir mal schauen, was hier so los ist, ne? Hier in die ganzen Dinger reingucken. Dann ist eine Truhe. Schrank. Ja, also erstmal alles looten. Silberglas, jo, das verticken wir alles. Ich glaube, in die Vasen muss man auch nicht wirklich reingucken, ne? Ich glaube nicht. Ich meine, hier ist noch ein Regal. Eine Holztruhe. Bisschen Gold drin. Ich sag mal, so nehme ich. Auf ins Graue. Bücherhaufen. Gucken wir hier uns mal an. Ich weiß mal nicht, ob ich so diese Bücher und diese Notizen wirklich lesen muss. Also, ich weiß nicht. Ihr könnt ja mal schreiben, entgeht mir da etwas? Also, sagen wir mal, ist es wichtig, um sozusagen Hinweise zu erfahren? Ansonsten kann ich das Spiel nicht durchspielen. Oder ist es eher sowas wie, ja, dir entgeht was, weil es gut geschrieben ist, dies, das, so. Ich glaube, dann würde ich mir einfach irgendwann anders da nochmal Zeit für nehmen. Ich meine, das Spiel ist ohnehin so umfangreich. Straße zur Finsternis. Was ich sagen wollte, das Spiel ist ohnehin so umfangreich. Du brauchst halt sicherlich auch am Ende mehrere Durchgänge, um sagen zu können, oder um zu sagen, ja, ich habe da jetzt wirklich auch mal einiges gesehen, ne? Ja, die Welt ist riesig, korrekt. So, was haben wir hier noch? Herausgerissenes Papier. Weil es gibt halt einfach super viele Bücher. Aber ich glaube, dass die wirklich nur, also nur in Anführungsstrichen, das meine ich jetzt gar nicht abwertend, aber die Welt etwas mehr erklären und vielleicht noch so schöne Geschichten nebenher erzählen. Aber das war es dann auch, ne? Haben wir das gerade eingepackt? Okay. Wir haben das gerade eingepackt. Ich würde mal. Was haben wir hier? Gasförmige Gestalt. Ja, diese ganzen Schriftrollen sind natürlich auch irgendwie krass. Auch da muss ich vielleicht mal ein bisschen mehr. Mich ein bisschen mehr mit beschäftigen. Aber. Die Sache ist die, ich kann ja so schon kaum meine ganzen Spells im Kampf und so einsetzen. Da jetzt auch noch Schriftrollen, das ist halt irgendwie schwierig, finde ich. Dunkler Ring, da ist ein Knopf. Mal drauf. Strange place for a button, especially one that doesn't work. Okay, hier steht eine Schale, Knochen. Machen wir mal mit. Holztruhe. Na, guck mal. Arkane Kunde und Religion plus 1. Ist das für irgendjemanden relevant hier? Also, Arkane Kunde? Ist das hier was für Gale vielleicht, oder? Oh, geben wir dem einfach mal, würde ich sagen. Warte mal, habe ich hier oben gerade? Was ist denn das? Ach, guck mal, meine Lagervorräte werden mir hier auch angezeigt. Das wusste ich gar nicht.
Aber an sich gut zu wissen. So. Hier ist Gold. Trotzdem mal in die Vase. Da ist aber. Hey, Vasen, da ist irgendwie nie was drin. Teleskop. I spy with my little eye. Nothing of note, really. Ja, okay. Ja. Also. Wandschirm. Achso, warte mal. Hier ist noch ein. Nee, ich will da. Ich will das aufheben. Not bad. I've had better day. Verwelktes blaues Blütenblatt, Silberbecher. Ja, das schicken wir alles mal ans Lager. Ja. Hä, oder gibt's noch eine. Noch eine Etage? Gucken wir mal. Ja, gibt es. Bernhard. You know these words. They are from the opening stanza of a play you found in this very tower. Ich habe mir das ganz kurz mal nebenher aufgeschrieben, dass wir Bernhard getroffen haben. Du kannst diese Worte in der Strophe des Theaterstücks, das du gefunden hast. Okay. Vielleicht ist es wegen sowas dann auch. I love poetry as much as an ex-wizard, but using it to command an automaton seems a bit self-indulgent to me. Was mischt er sich denn jetzt ein? Ja, ich wollte gerade sagen, also wahrscheinlich, weil ich das Buch gelesen habe, kannte ich jetzt gerade diesen Text. Und das erübrigt sich dann vielleicht auch. Ich muss das gar nicht selber richtig lesen, sondern der Charakter hat es gelesen und kann dann hier drauf antworten. Okay. Was? Armatur. Nehmen wir mal mit. Ich habe doch eine kaputte. Achso, Apparatur. Oder was? Ja, da ist auch ein Leuchtfeuer. Also kann ich das einfach mitnehmen oder verprügelt er mich gleich? Da habe ich nämlich wenig Bock drauf, muss ich sagen. Wir nehmen das mal mit. Leuchtfeuer. Das ist ein Hervorrufungszaubertrick. Mittlerweile haben wir hier ein bisschen viel Kram, ne? Wo ist ein Leuchtfeuer da? Ah, guck mal, wie schön hell das ist. Ja, das ist geil. Ja, weiß ich nicht, sollen wir mit dem nochmal reden, was wir jetzt hier tun sollen, oder? Gibt es hier irgendeine Quest dazu? Der Magier von Tien. Ne, das sind ja die Begleiter alle. Suche das Nachtlied. Da sind wir eigentlich noch, ne? Also, bislang hat sich hier noch keine neue Questline aufgetan. Es ist halt komisch, dass man hier hoch kann. Also hier muss doch dann auch irgendwie was sein, oder? Oder was? Ich würde mal kurz hier hingehen, mir mal diese Rüstung anschauen.
belebte Rüstung. Kann ich weder mit sprechen noch irgendwas mitmachen? Okay, dann würde ich sagen, wir gucken nochmal ganz kurz hier hoch. Was ist? Ja, mein Ring hat auch plötzlich geleuchtet. Nee, wir sprechen jetzt nochmal mit dem und gucken mal, ob wir hier irgendwie was rausfinden. Don't get me wrong. I love poetry as much as an ex-wizard, but using it to command an automaton seems a bit self-indulgent to me. Ja, Gail, das hast du gerade schon mal gesagt, wir wissen das. Ja, man muss wirklich mit ihm über dieses Buch reden. Ich will nicht gegen den... Oh, scheiße, Junge. Also, das verstehe ich nicht. So, aber es gibt jetzt erstmal hier einen Segen. Wir müssen auf jeden Fall hier mal hin. Ne, warte mal, da oben ist ja auch noch eine Rüstung. Was hat denn... Der hat Rüstungsklasse 19, ne? Und eine Menge Resistenzen. Das ist Energie, ne? Da ist er nicht gegen resistent. Blitz, psychisch. Ja, was wollte ich dem nochmal reindrücken? Stärke, ne? Das machen wir dann auch. Ne, nicht wieder diesen Fehler. Erst auswählen, Stärke. Jetzt verfluchen wir den. Und jetzt knüppeln wir dem einen schaurigen Strahl rein. Ja, er ist ein Stückchen runtergefallen. Die machen. Eieiei, der macht ja. Boah, der macht ja richtig Damage, Alter. Ja, also. Was sind das denn für Typen? Die haben auch eine relativ hohe Rüstungsklasse. Psychisch und giftresistent. Ja, da können wir aber schon einfach einen schönen Kältepfeil hier drauf knüppeln. Beziehungsweise, warte mal. Ja, ich würde mit ihr halt jetzt schon ein bisschen nach vorne gehen. Des Eises. Ja, komm, lass den mal schießen. Schönen kritischen Treffer erstmal. Für mich wäre jetzt halt interessant, kann ich da runterschießen? Ja, kann ich. Also, das heißt, oder kann ich das wirklich? Also, ich müsste wahrscheinlich. Kann ich hier runterschießen jetzt? Bitte sag ja. Weg ist unterbrochen. Scheiße. Ich wollte ja auch gar nicht mit dem groß kämpfen, so, aber er macht halt hier voll einen auf Macker, ne? Ihr könnt es halt hier probieren. Also das geht. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken. Der hat Feuerresistenz.
Blitz, psychisch und Gift. Was haben wir denn hier? Das ist Schallschaden. Das können wir doch auf jeden Fall benutzen. Und down ist er. Okay, also das ist natürlich auch ganz ja, witzig, wenn man die Leute dann sozusagen runternockt. Gut, dass er dort angreift. Okay, weil wir müssen uns auf jeden Fall heilen. Ne? Das ist ja wohl mal klar. Und zwar eine große Heilung. So. Er ist liegend. Können wir sicherlich... Oh nein. Es reicht halt gerade nicht. Okay, aber dann können wir vielleicht... Gift und psychische Resistenz. Und das ist aber nekrotischer Schaden. 8 nekrotischer Schaden. So, das ist schon mal okay. Jetzt würde ich sagen, ja, wir nehmen natürlich erstmal einen Heildingsbums. Und der ist auch Stärke. Der ist auch Stärke. Wieso kann ich das eigentlich nicht nochmal benutzen? Ach so, weil es eine Bonusaktion ist. Ja, schon klar. Ja. Können wir mit ihr hier... Wir können halt noch nicht angreifen. Das ist halt so. Also im Nahkampf. Das war früher, als ich die anders gespectet oder die Heldenklasse oder wie das heißt ausgewählt hatte, war das besser mit dem Ansturm. Ne? Da konnte ich halt richtig Action machen. Aber gut, wir haben an sich ja auch eine Verteidigung. Schießt trotzdem mal. Ja, immerhin 5. Wie viel hat denn der noch? Der hat noch einiges an HP. Dann würde ich halt in die Richtung schon mal gehen, um den dann gleich ein bisschen kaputt zu machen. So. Wie waren die Resistenzen physisch? Ne, psychisch und Gift. Psychisch und Gift. Das heißt aber Blitz und den ganzen anderen Krempel können wir ja schon benutzen, ne? Fehlschlag. Ich wollte gerade sagen, ey, die treffen einfach nicht. Jetzt dann aber schon. Wir sollten... Der ist schon mal down. Können wir mit ihr halt auf jeden Fall nochmal dahin rennen. Dann heilen wir uns selbst nochmal. Ja. Die hatten Stärke als... Stärke. Und waren, die waren aber nicht... Ich muss noch mal, leider nochmal gucken. Psychisch und Gift. Psychisch und Gift. So, und wir haben Energieschaden. Nicht besonders hoher Schaden, aber wir haben ihn. So, Kollege, jetzt gibt's nämlich aufs Maul. Und zwar machen wir... Bluten wird ja wahrscheinlich nicht bei einem Dings gehen, oder? Wir probieren es mal. Oh, ein mieser Fehlschlag, ey.
schön ein bisschen Blitz. Ich glaube, dass dieses Segen, das bringt halt schon ein bisschen was, ne? Ich glaube, den können wir einfach im Nahkampf knüppeln, ne? Einfach mal ein Fehlschlag. Okay. Dann machen wir mit ihr weiter. Jetzt haben wir wieder Segen des dunklen Meisters. 8 von 8. Ist ja nur noch der hier, ne? Stärke. Achso, ich sehe ihn von da nicht, oder was? Hä, ist doch Unsinn. Naja. Ah, ne, hier oben, der ist auch noch da, aber ist auch fast tot. Jetzt ist er tot. I don't fancy their chances. Nicht die Eisenfackel, sondern der. Okay, hat zum Beispiel keine Feuerresistenz. Ach, ich kann den von hier oben treffen. Boom, einfach mal 13 Schaden, nicht so schlecht. Erstmal schön Fehlschlag reingeknüppelt. Ja, das war der Kampf. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein freundlicher Robotski, ey, irgendwie. Und dann labert man mit dem über irgendwelche Bücher und dann sagt er auf einmal, ja, hier, so, jetzt gibt's aufs Maul. Fand ich irgendwie ein bisschen, ja. Gut, jetzt gucken wir aber mal. Wir werden jetzt hier erstmal looten, das ist klar. Ja. Also wir nehmen erstmal alles mit, schwere Armbrust. Müssen uns irgendwann auch mal einen Händler suchen, wo ich auch Wiederbelebungsrollen und so vielleicht kaufen kann. Aber sowas ist relativ rar hier, ne? Also, hier können wir auf jeden Fall auch nochmal reingucken. Eine Flasche, die nehmen wir auch mit. Ja, da hinten liegt noch eine. Ja gut, und dann müssen wir ja jetzt... Ja, halt, den habe ich, glaube ich, noch nicht gelootet. Aber an sich müssen wir jetzt runter und unten den Bernhard looten, ne? Und der liegt ganz unten. Ist das hier schon ganz unten? Nö. Ist das ganz unten? Nö. So, wir müssen doch jetzt hier irgendwie mal... Jetzt sind wir im Keller oder was? Kann doch nicht sein. Ich will hier raus, Junge.
Irgendwie sind wir jetzt draußen. Ich weiß nicht genau wie, aber wir sind jetzt draußen. So, und jetzt müssen wir aber... Also, wo ist der denn runtergeplumpst, sag mal? Der muss ja irgendwo... Also, hier ist nicht die Stelle, wo ich hin will. Ich will... raus, aber... anders raus. Ja, wir können hier erstmal ganz kurz... hier wahrscheinlich auch wieder rumgehen, ne? Nein, aber es gab doch diesen Ausgang. Also, da, wo wir reingekommen sind, da will ich hin, so. Und das muss ja wahrscheinlich... Also, wir gehen jetzt mal hier hoch. Ja, die Treppe hoch, so. Hier geht es noch nicht raus. Hier jetzt fahren wir noch mal einmal hoch. Zack. So, und irgendwo muss doch hier rausgehen. Hä? Ich bin... Sag mal, bin ich besoffen, oder? Es gab doch hier irgendwo... Ist noch eins her, oder was? Ich soll noch mal gucken. Ja, hier. Hier will ich raus. So. Aber wo liegt er denn jetzt? Ich will den looten. Ja, da haben wir eine arkane Kanone. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da ist er. Warte mal, ich trenne mal kurz die Gruppe und schleiche mich mal hier lang. Ich habe natürlich Licht an. Ist vielleicht ein bisschen dämlich, aber ja gut, wir kommen hier irgendwie hin, ohne dass wir beschossen werden. So, was hat er denn? Licht der Schöpfung. Das ist ein Hieb. Eine Hiebwaffe. Eine helle Bade, zweihändig, extra Reichweite. Chance auf Betäuben des Anwenders. Auf Betäuben des Anwenders. Das macht ja keinen Sinn. Das ist, glaube ich, dann nicht so gut, ne? Okay, also, jetzt müssen wir auf die Karte gucken. Also, wir sind hier in einem Turm und ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt hier noch irgendwie weitergeht oder ob wir nicht erreichen den Gebirgspass. Ah, ne, das ist was anderes. Oder ob wir nicht hier noch irgendwo lang können. Das werde ich mir mal ganz kurz überlegen. Also, beziehungsweise, kurz hier auf einer Karte anschauen. Wie das denn so ausschaut. So, wirklich weiter nach links geht's eigentlich nicht. Wir müssen irgendwo hier, sag ich mal, hier muss es irgendwo weitergehen. Gut. Ich weiß nicht genau, ob ich gegen diese Kanonen jetzt auch nochmal kämpfen muss. Wir können das ja mal ausprobieren. Wir gehen mal hier lang. Brauchst nicht schleichen. So, schießen die auf uns oder tun sie es nicht? Scheint nicht so. Weil ich würde sagen, dann können wir hier auch nochmal ein bisschen so Zeug einsammeln. Das konnten wir ja gestern oder wann ich das gespielt habe, nicht wirklich. Weil wir ja hier direkt unter Beschuss standen. Aber vielleicht können wir hier noch ein bisschen was looten, gerade was so Alchemie angeht. Auch wenn ich Alchemie halt nicht wirklich nutze bisher. Wo haben wir denn Alchemie? Ja, können Drowgrift, Öl der Verkleinerung, Elixiere,
Könnten auch Heiltränke bauen. Ja, aber weißt du, ein Heiltrank, ne? Ich spiele das Spiel ja schon ein paar Stunden und ich habe zu wenig Mats, um da irgendwie was Vernünftiges mitzunehmen. Ja, packt den doch noch ein, den auszubauen. So, und dann können wir nämlich diesen ganzen Kram hier anlagern, können Geldes absorbieren. So, mal gucken. Anlager senden. Anlager senden. Goldbarren. Lass uns mal kurz nach Gewicht sortieren. Also das heißt, das sind 4,5 Gewicht. Ja, okay. Dann können wir die Sachen. Wieso hat ein Seil so viel Gewicht? Schlichte Robe. Okay, verstehe. Kann man auch mal weg. Federfall. So. Was haben wir noch? Wir haben hier noch die Truhe. Die ist verschlossen. Dann lass mal Schlossknacken versuchen. 15. Ja, das machen wir. Okay. Nochmal. Easy, wir sind der beste Schlossknacker von Baldur's Gate. So. Oh, guck dir das an. Singendes Niederschrecken. Erstrecken. Klingt ja erstmal ganz fresh, ne? Und Silberbarren. Ja, das. Ich glaube nicht, dass wir das im Moment brauchen. Gut, was gibt's hier noch? Eher in die Richtung wieder, ne? Ein Wimmelpilz. Nehmen wir natürlich auch mit. Ganz geschickt. Da ist noch ein Gerippe. Soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. Knochenhaufen. Da können wir kurz mal reingucken. Schön, da ist eine Kerze drin. Ja, und jetzt müssen wir irgendwie. Ach, guck mal, hier geht's lang. Ja, da stand ich ja gestern auch schon vor. War mir gar nicht bewusst, dass das ein. Nee, warte mal, hier steht nicht erreichbar. Aber da werden wir doch rüberspringen können, oder? Ja, komm, auf geht's. Auf geht's, Leute, jumpen. Ich muss sagen, ich finde. Warte mal, da ist ein Loch. The wall is riddled with holes. A suffocating stench of long rotten meat wafts out. Passage narrows and bends. You're shoulder deep when your fingers brush against a fleshy tentacle. Horrified, you withdraw your hand instinctively before whatever's lurking inside can react. Okay. Ich würde behaupten, es ist eine gute Zeit, eine lange Rast zu machen und den Tag zu beenden und auch das Video hier an dieser Stelle zu beenden. Der F Kampf gegen Bernhard war kurz. Er ist halt einfach runtergefallen.
Beziehungsweise ich habe ihn runtergeschubst mit meinem, wie heißt es, mit dem schaurigen Strahl. Deswegen vielleicht nicht ganz so spektakulär wie jetzt der letzte Kampf gegen den Beobachter, den ich richtig cool fand. Aber schauen wir mal, was in der nächsten Folge da auf uns zukommt, wenn wir dieses Dorf, was wir gerade gefunden haben, betreten. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und ja, freue mich schon auf die nächste Folge.